Können Sie sich eigentlich erinnern, wann es zuletzt einen Abverkauf an den Aktienmärkten gab wegen Brexit-Sorgen? Und damit herzlich willkommen. Nein, normalerweise ist das überhaupt kein Thema an den Aktienmärkten. Wir hatten damals diesen herben Abverkauf ganz, ganz kurzzeitig nach dem Referendum im Juni 2016, als die Briten sich für den Brexit ausgesprochen hatten. Aber dann ging es sofort nach oben, weil das britische Pfund abwertete. Das hat den Leitindex in UK, den FTSE 100, nach oben gebracht. Und seitdem ist der Brexit eigentlich für die Aktienmärkte nicht wirklich ein Thema, eher für den Devisenmarkt, das britische Pfund hin und her. Aber die Aktienmärkte haben sich darum relativ wenig geschert. Heute aber ist es der Grund für die Rallye auch beim DAX, denn es gibt Brexit-Hoffnungen. Denn es zeichnet sich ab, so zumindest Meldungen des Guardian zum Beispiel, dass man hier möglicherweise sich doch aufeinander zubewegt. Boris Johnson will, so letzter Stand der Dinge, möglicherweise dann doch einer Grenze auf der irischen See zustimmen. Das ist das, was einst Theresa May als undenkbar für einen britischen Premierminister abgelehnt hat. Wird Johnson das jetzt wirklich abnicken? Schwer zu sagen. DUP, die Koalitionspartei von Boris Johnson, hat schon gesagt, also viel Kompromisse werden wir nicht mittragen können, sonst wird das nichts mit dem Brexit. Jetzt hat Deutschland dann wiederum gesagt, naja, selbst wenn wir jetzt zu einem Deal kommen, kurzfristiger Natur, dann würde das Brexit-Datum dennoch verschoben, ist ja 31.10. Das ist so oder so nicht zu halten wahrscheinlich. Alleine da sehen wir schon die Differenz, weil Boris Johnson glaubt, dass es zu halten sei. Also da ist auch wieder so ein bisschen Wunschdenken im Spiel, hat man das Gefühl, und das erinnert so ein bisschen an diese Rallyes im Handelskrieg. Jetzt wird sozusagen die nächste Sau durchs Dorf getrieben und jetzt haben wir die Brexit-Hoffnungs-Rallye. Das zumindest war für die europäischen Aktienmärkte heute sehr wichtig. Aber eigentlich hat es gar nicht so toll angefangen, nachdem diese Schlagzeile hier über die Ticker kam, nämlich dass China sagt, naja, würden ja gerne so 40 bis 50 Milliarden Dollar an US-Landwirtschaftsprodukten kaufen. Aber da müssten vielleicht besser die Zölle weg, die noch existieren. Und das ist ja eigentlich jetzt wieder eine völlig neue Dimension, eine völlig neue Ebene. China will wohl, dass eben die bestehenden Zölle fallen, weil man sich ja jetzt wieder so lieb hat. Aber das ist natürlich das, was Donald Trump niemals wird im Vorgriff zulassen wollen. Er hatte nicht umsonst auch für den 15. Dezember die Zolldrohung aufrechterhalten, einer weiteren Anhebung dann der Zölle. Dann würden praktisch 100% aller Importe aus China bezollt werden. Dementsprechend war das zunächst mal so ein bisschen ein Abbremser, ein Abkühler auf die gute Stimmung. Man hatte das Gefühl, ja okay, das könnte jetzt nochmal kritisch werden. Dann kamen aber die Zahlen der US-Konzerne, vor allem JP Morgan, die als erste gemeldet hatten, wirklich sehr stark, kann man überhaupt nichts meckern. Vor allem die Aussagen zu den amerikanischen Konsumenten, die JP Morgan gemacht hat, Wachstum von Krediten etc. etc., alles super. So, JP Morgan, der amerikanische Konsument steht super da. Das ist ja das Narrativ, das von amerikanischen Finanzsendern vor allem verbreitet wird. Den Amerikanern geht es doch eigentlich super, den Konsumenten geht es super. Und solange das so ist, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen über die Rezession, die wir bereits im Industriesektor haben. Kann sein, muss aber vielleicht nicht sein. Jedenfalls hat das den Optimismus nach oben gebracht. Da hat man verziehen, dass dann vor allem Goldman Sachs doch sehr enttäuscht hat, die Aktie auch wirklich deutlich im Negativen, dass Wells Fargo im Grunde enttäuscht hat. Und bei Wells Fargo sehen wir vielleicht das Schicksal der Banken auch in den USA, die auf Einlagegeschäfte angewiesen sind. Wells Fargo ja viel mehr als JP Morgan. Mit JP Morgan ist so eine richtige Wall Street Bank, die viel Handel betreibt, Anleihehandel etc. Wells Fargo eher eine Bank, die Kundengelder einnimmt und damit mit dem eingenommenen Geld, mit den Einlagen auch wirklich arbeitet. Und hier sehen wir, was praktisch die Net Interest Margin, also das, was man sozusagen an Zinserträgen erwirtschaftet, dass das hier deutlich nach unten geht. Wir waren im zweiten Quartal diesen Jahres noch bei 2,82%, jetzt sind wir bei 2,66%. Also die amerikanische Bankenindustrie, jetzt mal die ganz großen Dickfische wie JP Morgan ausgenommen, wohl vor einem ähnlichen Schicksal, wenn die Zinssenkungen so weitergehen wie die europäischen Banken. Wir hatten dann noch United Health, das war wichtig, dieser Versicherungskonzern aus den USA, der im Dow Jones gelistet ist, fast 100 Punkte alleine. Die Rallye bei United Health hat sie dem DAX gebracht. Und dann interessant auch Johnson & Johnson,
Die Firma hat 100.000 Schadensersatzprozesse gegen sich wegen Opioiden etc. etc. Aber man hat jetzt gesagt, naja, wir machen keine Rückstellungen für diese Prozesse. Das ist entweder richtig mutig oder verdammt blöd. Ich vermute eher Zweiteres. Jedenfalls die Aktie heute gestiegen, weil die Amerikaner eher zu Zweiterem neigen vielleicht. Dann hatten wir die Situation, dass jetzt Morgan Stanley eigentlich hier gesagt hat, okay, wir haben zwei Szenarien. Das bullische Szenario wäre, wenn der S&P hier nochmal auf 3000 steigt, aber dann ist Schluss. Das Base-Case-Szenario, also das Basisszenario, wäre ein Abverkauf auf 2750. Und wenn es ganz dumm läuft, würden wir nochmal auf 2400 runter im S&P 500. Das wäre ja 600 Pünktchen, das wären über 20% im Worst-Case. Also ist jetzt sozusagen, weil der S&P genau an dieser 3000er Marke jetzt handelt, ist jetzt sozusagen sind die Dinge jetzt so, dass sie wirklich zur Entscheidung drängen. Wir haben am Anleihemarkt die Situation, dass die Renditen wieder steigen. Normalerweise nicht so schlecht für die Aktienmärkte auch, wenn steigen die Renditen oder wir haben beobachtet, dass zuletzt steigende Renditen meistens steigende Aktienkurse bedeuten und fallende Renditen fallende Aktienkurse. Wir sind jetzt in einem wichtigen Abwärtstrend angekommen, an der oberen Begrenzung dieses Abwärtstrends im Anleihemarkt in den USA. Das wird spannend sein zu beobachten. Wir sehen, dass zum Beispiel aber auch amerikanische Firmen immer mehr auf Halde produzieren. Sogenannten Inventories gehen deutlich nach oben. Sales Growth lässt nach, also die Verkaufsgeschwindigkeit, das Wachstum bei den Verkäufen lässt deutlich nach. Deswegen nehmen die Unternehmen ihre Produktion auf Halde in der Hoffnung, dass es später besser wird. Wir sehen heute den Halbleiterindex SOX auf einem neuen Allzeithoch. Also da ist oder hat man den Eindruck, als würde es Handelskrieg etc. nicht gegeben haben. Etwas absurd angesichts der faktischen Chipverkäufe, die wir sehen, aber es ist nicht die einzige Absurdität am Markt. Vielleicht ist all das, was wir derzeit nur sehen, irgendwie vorgeschoben mit dem Brexit, mit dem Handelskrieg, sondern eigentlich geht es darum, dass die Fed ja wieder 60 Milliarden Dollar pro Monat in den Markt pumpt, dass die EZB Quantitative Easing wieder aufgelegt hat. Wir haben gleichwohl heute Liquiditätsengpässe wieder gesehen am amerikanischen Repo-Markt mit Zinsen, die über der 2%-Marke liegen, also deutlich über der Federal Funds Rate. Den Leitzinsen in den USA eigentlich ungewöhnlich, dürfte nicht passieren. Die Fed hat 67 Milliarden Dollar heute wieder reingepumpt und die Banken haben genau diese 67 Milliarden auch genommen. Also nach wie vor scheinbar riesiger Liquiditätsbedarf bei den amerikanischen Banken. Und das, obwohl eigentlich die ganz großen Player am Markt sagen, naja, für uns ist das Wichtigste, das wollte ich nicht zeigen, für uns ist das Wichtigste, nämlich hier in dieser Bank of America Merrill Lynch Umfrage, dass es ein Ende des Handelskriegs gibt. 75% sagen das, 11% sagen immerhin Stimulus in Deutschland, fiskalischer Stimulus in Deutschland wäre wichtig, Infrastruktur in China 7% und mehr fette Zinssenkungen nur 7%. Also von der Seite her gibt es keine Unterstützung für das Argument, dass eigentlich der Treiber ja Fed und EZB sind und alles andere nur vorgeschoben ist. Sei es drum, schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, die Charts von Capital.com, was wir hier sehen, ist das britische Pfund. Da waren wir am 11. des Oktobers noch bei 1,22, sogar knapp drunter. Heute waren wir bei 1,28. Wilde Bewegung, die wir hier sehen, in der Hoffnung, dass das schon etwas werden wird. Das ist wieder das Hoffnungsmotiv, eben die Ablösung des Handelskriegs, wenn man so will. Schauen wir mal hier die anderen Märkte an. Bei Öl tut sich nicht wahnsinnig viel, 53,50 Dollar. Wir sehen Gold, das aktuell unter Druck gekommen ist bei 1481, Hoffnungsrallies aller Orten. Wir sehen den Euro, der, wenn er denn kommt, da ist er aktuell bei 1,1019, handelt es auch schon etwas höher war. Und wir haben dann abschließend noch die Indizes in den USA. Da muss ich jetzt hier mal ein bisschen zurück switchen, zum Beispiel den Dow Jones, aktuell 27.038 Punkte. Wir sehen eben den S&P 500 hier ziemlich genau an dieser zentralen 3000er Marke. Da wurde diese Rallye erst einmal gestoppt. Mal sehen, wie es weitergeht. Und wir haben natürlich The DAX, der jetzt bei 12.630 hantiert. Hier nochmal dieser Move nach oben, diese Aufwärtskerze, eben aufgrund der Hoffnungen auf den Brexit-Deal, Handelsdeal, jetzt Brexit-Deal,
Vielleicht kriegen wir irgendwie nochmal einen anderen Deal, der dann Anlässe für Hoffnung gibt. Jedenfalls ist eigentlich die fundamentale Lage ja nicht wirklich besser geworden, aber die monetäre vielleicht aus Sicht der Märkte, nämlich mit der EZB, mit der Fed. Und man sucht sich dann vielleicht einfach nur die nächste Sau, die man durchs Dorf treiben kann, als Entschuldigung dafür, als Grund dafür, dass man ja gar nicht anders kann, als in den Aktienmarkt zu gehen. Das ist alles möglich und auch das Gegenteil davon. Ich sage jetzt Servus und Ciao, schönen Feierabend. Bis dann.